Neben mir steht die Gewinnerin der Sparda Bank Trophy, Lena Marie Saure. Ist das für Sie das erste Mal, in so einer großen Halle zu reiten? Nein, ich habe jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal an der Sparda Bank Trophy teilgenommen und vorher schon einmal beim FAM Cup. Also bin ich schon öfters hier geritten und das ist immer wieder toll. Das ist ein einzigartiges Gefühl, denke ich, auch mal in so einer großen Halle oder in so einer imposanten Halle zu reiten. Mit Ihrem Pferd Luca, war er dann schon mal hier, hat er schon Erfahrung und wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ja, Luca war schon zweimal mit jetzt und ja, ich habe einfach ganz normal trainiert und jetzt ein bisschen mehr in der Halle geritten und ja. Okay, also viel Übung, viel Fleiß und auch ein Quäntchen Glück oder warum hat es diesmal zum Sieg gereicht? Ja, auf jeden Fall ist viel Fleiß dabei und viel Arbeit. Gerade Luca will viel gearbeitet werden, da er sonst echt ein bisschen steif ist. Von daher ein Quäntchen Glück gehört aber immer dazu. Was nehmen Sie sich denn noch für dieses Jahr vor? Dieses Jahr nicht mehr so viel, weil jetzt das Semester wieder anfängt und mit Uni ist das immer ein bisschen viel alles zusammen. Deswegen jetzt ganz normal ins Wintertraining. Super, Dankeschön.